Tag 8 der Ernährungschallenge. Es gibt heute das Frühstück. Also es ist noch sehr früh, aber ich habe mit Mittagessen angefangen, weil der Reis schon fertig war von gestern Abend. Genau. Es gibt heute Blumenkohl. Achso, nee, ich habe ja richtigen Reis genommen. Eigentlich, das Rezept war mit Blumenkohlreis. Süßkartoffelcurry mit Spinat. So ein ähnliches Rezept habe ich schon mal hochgeladen auf dem Kanal hier. Das ist jetzt so, so ähnlich. Habe ich mit TK-Süßkartoffel gemacht. Weil man muss die ganz klein schneiden in so kleine Stückchen. Und da hatte ich gar keine Lust drauf. Und ja, Spinat und ganz viele leckere, geile Gewürze. Curry, Kreuzkümmel. Und ja, habe ich im Thermomix gemacht und also ist auch eine Portion davon und ja, guten Appetit. Jetzt habe ich den Kühlschrank aufgemacht, aber hier ist das Essen gar nicht mehr drin. Ich wollte euch nämlich mein Abendbrot zeigen. Ich habe nämlich zum Frühstück und zum Mittag den Curry, das Curry, nee, ihr seid zu weit oben, guckt mal ein bisschen runter, genau so, gegessen mit Reis. Also ich habe zwei Portionen heute gegessen, eine zum Frühstück, eine zum Mittagessen. Und zum Abendbrot habe ich eben eine ganze Goldkiwi gegessen. Ja, die war sehr lecker. Hätte ich euch vielleicht vorm Essen zeigen sollen. Habe ich aber vergessen. Und die beiden Sachen, die kalte ich Ozok jetzt zum Abendbrot rein. Und morgen kochen wir wieder was Frisches. Guten Morgen. Lasst euch nicht von den Hintergeräuschen triggern. Juli telefoniert gerade mit seinem Vati. Ich wollte euch aber unser Frühstück zeigen. Wir hatten ja noch zwei Gurken geholt im Rewe. Jedenfalls habe ich hier Gurkensmoothie gemacht, also Gurke mit Wasser pulverisiert, also das komplette Ballaststoffe noch drin. Ein Glas trinkt Ozok, eins trinke ich. Man könnte das jetzt noch weiter verfeinern mit Salz oder Minze oder Kräutern, aber es schmeckt auch so ganz gut, deswegen trinken wir das so, wie es ist. Und ja, das ist der Teller des Glücks. Ich mag total gerne Avocado-Brot. Das Fladenbrot hatten wir letzten Monat gekauft. Und ja, dieses Viertel ist übrig geblieben. Also das komplette Viertel. Das andere toastet auch gerade. Und ich wollte meine Hälfte, wir teilen uns jetzt im Frühstück, meine Hälfte mit Avocado essen und natürlich mit Erdnussmus. Ist so total leckere Kombi. Und natürlich das Spiced-Avocado-Topping, das Nachgemischte. Das habe ich da jetzt noch im Gewürzregal stehen. Ja, und ein paar Zwiebeln, ein bisschen Tomate obendrauf. Das wird mir sehr, sehr gut schmecken zum Frühstück. Und ja, esse ich wirklich total gerne. Und deswegen gibt es das so bei uns. War schon erwähnt, dass ich auch eine Avocado-Stulle gegessen habe, oder? Jetzt wissen es die Leute. Ja, ich habe auch eine Ozok Avocado-Stulle hat die zum andere Frühstück Hälfte gegessen. gegessen von meinem Fladenbrot und er hatte auch Avocado gegessen. Und zum Also die Mittag ging Avocado es? ist jetzt auch alle, war eine kleine Ganze. Wir waren jetzt einkaufen, wir haben halt gerade eben Food Hall abgedreht und wir haben das unter anderem gekauft und das werden wir uns jetzt richtig reingönnen. Ozok hat schon eine gegessen. Ich weiß, dass man mehr saisonal einkaufen soll, aber. Erdbeeren sind richtig und wichtig. Ja, es fehlt halt noch das Zick, dass es so perfekt ist, aber es ist nicht schlecht, ne? Und die sind halt auch nicht weich oder so. Manchmal kaufen wir Erdbeeren, die sind so wässrig und so matschig, ne? Kurz vorm Schlechtwerden. Ein gewisses Erdbeeraroma haben die aber schon. Schmecken gut. Wenn sie zu sauer sind, zu sauer sind sie nicht, ne? Nee, nein. Dann könnte man noch Zucker oben drauf streuen. Die Spitze war sehr lecker. Waren 250 Gramm und teilen Ozok und ich uns. Wir waren jetzt so lange unterwegs, deswegen mache ich mich jetzt ans Abendbrot. Und zwar haben wir im Wocheneinkauf heute frische Artischocken gekauft. So sieht es aus. Ich mache die mit dem Thermomix, weil die Rezepte im Thermomix, die sind ja, die haben eine Gelingengarantie und ich esse das erste Mal Artischocken. Die Artischockenböden sind hier drinnen, die hängen im Wasser und ja, die Artischockenblätter, die sind im Varoma, die werden gedünstet. Das dauert jetzt 35 Minuten und ich werde dazu noch so eine Art Vinaigrette oder sowas machen. Dafür gibt es auch ein Thermomix-Rezept, muss ich aber nacheinander machen, ne? Kann ich nicht gleichzeitig machen. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Ich sage euch nachher dann, wie es geschmeckt hat, auf jeden Fall. Dazu habe ich jetzt noch eine Grapefruit. Die hatten wir im letzten Einkauf geholt und ich bin immer bemüht, das ältere Obst und Gemüse, was wir gekauft haben, was wir uns noch im Kühlschrank hatten, zuerst aufzuessen. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich mache mir jetzt hier Grapefruit. Ich weiß nicht, wie man die gescheit isst, aber ich werde sie löffeln. Wenn sie ein bisschen bitter und sauer ist, werde ich so löffeln. Ansonsten mache ich mir da knallhart einfach Zucker dran. Ne?
Die Spülmaschine läuft, lasst euch davon nicht stören. Meine Artischocken sind jetzt fertig und ich werde es das erste Mal beim Leben essen. Ich habe hier noch so eine Vinaigrette gemacht, auch 100% pflanzlich aus, eigentlich nennt man Essig, aber ihr wisst, Essig esse ich nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Weißwein stattdessen genommen und Wasser und Honig. Wie gesagt, Honig ist ja unsere Ausnahme, ansonsten noch Zwiebeln und Frühlingszwiebeln. Ja, eigentlich mit Schalotte, die hat noch einen feineren Geschmack, aber hatte ich auch nicht da. Und ja, das soll man, das ist die Artischocke. Das soll man hier einfach so reindippen und dann hier das Fleisch so abdingsen. Achso, ja. Ansonsten ist hier noch Öl drin, das ist sehr fettig. Ja, ist nicht schlecht. Es schmeckt so fein, nicht bitter, aber so auch so fast nussig. Oh doch, das ist bitter, ja. Man zutschelt das ja einfach mit den Zähnen so runter. Ist also nicht so extrem viel Fleisch dran. Ne? Es schmeckt ganz gut. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich würde auf jeden Fall frische Artischocken bevorzugen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das Dosenzeug schmeckt. Man kann es gut runterziehen. Es ist nicht Saison, deswegen ist jetzt hier nicht so extrem viel Fleisch dran. Ne? Aber so abends vorm Fernseher zum Snacken, ne? Das dauert eine Weile, ehe man das gegessen hat. Und das hier ist der Artischockenboden. Das ist ja wirklich das Beste daran. Oh ja, hier kann man auf jeden Fall machen. Das ist aber eher so ein Snack für zwischendurch snacken. Ich finde, Artischocken kann man echt essen. Würde ich jetzt öfter kaufen, ne? Schmeckt. Ich esse jetzt noch eine Banane. Ich hatte nämlich Hunger drauf. Vielleicht mache ich mir noch so ein bisschen Nussmus da dran, ne? Das schmeckt ganz gut zusammen eigentlich. Und ja, vor ein oder zwei Tagen habe ich so einen Mr. Tom gegessen. Und ich hatte den einfach so aus dem Schrank geholt, gegessen. Und da hatte ich so ein bisschen Panik. Aber ja, auch der ist 100% pflanzlich. Wollte ich euch natürlich nicht verheimlichen, dass ich da genascht habe. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und ich wollte euch sagen, Ozok macht heute frisches Brot. Hat er gestern angefangen und ich finde, es ist sehr gut aufgegangen. Das Brot ist also voller Kohlensäurebläschen. Ja, das wird er nachher backen. Ich glaube, er wollte kein Brot machen, sondern Brötchenform. Aber das ist ja im Prinzip, ist es ja wurscht, ne? Die Form. Jedenfalls, das wird leckeres Brot zum Abendbrot. Ich mache auch gleich noch einen veganen Aufstrich. Ich wollte mich mal mit ausprobieren. Also Hackepeter. Mögen wir sehr gern, die fleischliche Variante. Und ich bin mal gespannt, wie das Gegenstück dazu schmeckt. Und zum Frühstück esse ich jetzt aber erstmal Porridge. Hab mir hier noch gepufften Amaranth reingemacht. Ticker Heidelbeeren, die tauen gleich auf, weil Porridge ist frisch heiß fertig gemacht. Hab heute wieder frischen gekocht. Und ja, ein paar Erdnüsse. Und das sind, denke ich, schon wieder 3 Portionen. In meiner neuen Lieblingsschale. So, das mische ich einmal durch. Und dann sind die TK-Wildheidelbeeren gleich aufgetaut und dann kann ich das gut essen. Die färben so richtig, richtig schön den Brei. Ne? Ja, das wird mir gut schmecken. Keine Ahnung, was Ozok ist. Der hat jetzt noch nicht geäußert, dass er Hunger hat. Achso, und ich habe schon eine Orange zum Frühstück gegessen. Ich wollte euch jetzt mein Mittagessen zeigen. Ich habe hier eine Mais-Kokossuppe mit frischen Frühlingszwiebeln und eine Viertel-Chili. Ich hatte ja eine gekauft im Markt. Wir hatten ja auch Salat gekauft, deswegen gibt es frischen Salat dazu. Und ich habe hier eine kleine Vorspeise gemacht und zwar einen Rotkohlsalat mit Birne und Walnüssen. Und ja, der ist noch ein bisschen durchgezogen jetzt im Kühlschrank und das ist heute mein Mittagessen. Ozok hat nochmal die identische Portion. Ich bin jetzt dabei, das Abendbrot vorzubereiten. Also Ozok backt ja frische Brötchen und ich wollte den Belag machen. Und zwar fangen wir hier an mit so einer halben Zwiebel. Ich mache das erste Mal veganes Met selbst. Also 120 Gramm. Oh, ich brauche noch eine. Die Zwiebel ist perfekt zerkleinert. Hat der Thermomix gut gemacht. Kann man natürlich auch per Hand machen. Ist ja
Ist ja klar. Ich hole die Zwiebel kurz raus und dann möchte ich als nächstes 100 Gramm Reiswaffeln haben. Ich glaube, von der Masse her ist es schon ein bisschen viel. Die Zwiebeln kommen wieder dazu. Außerdem 300 Gramm kaltes Wasser. Wir benötigen zudem 30 Gramm Tomatenmark. 32, perfekt. 30 Gramm Öl. Weil wir das Öl nicht erhitzen, nehme ich hier so ein Bio-Hanföl. Ein Viertel Teelöffel gemahlener Knoblauch. Einen guten Teelöffel Paprika edelsüß. Wenn ihr habt, könnt ihr auch Paprika de la Verde nutzen. De la Verde. Oder so ein geräuchertes Paprikapulver, wenn ihr das habt. Ein Teelöffel Gemüsebrühe. Ein Teelöffel Salz. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Und ich habe hier so einen Hackfleischpfeffer. Davon nehme ich auch nicht allzu viel, weil der ist sehr, sehr kräftig. Normaler Pfeffer tut es natürlich auch. So, jetzt setzen wir den Deckel wieder drauf und vermischen das Ganze. Das sieht gut aus, hat ganz, ganz viel an Volumen auch verloren. Also optisch kommt es wirklich krass nah auf jeden Fall. So, gegebenenfalls nochmal mit dem Spatel durchmischen. Ist gar nicht notwendig. Wieder drauf. Und jetzt nochmal 1,5 Minuten vermischen lassen. So, das Mett müssen wir jetzt umfüllen. Optisch sieht es ganz gut aus. Ich stelle es jetzt erstmal in den Kühlschrank und wir testen das heute Abend zusammen. So, für das Food Diary, ich habe selber ja, Pistazienbrötchen gemacht. Hier sieht man das vielleicht. Und auch Fladenbrot mit Pistazien, also so eine Mini-Fladenbrote. Und die Mira hat davon sich jetzt gerade welche geholt und nascht das zum nach dem Mittagessen. Ist das richtig? Was? Ah, jetzt wollte ich gerade filmen. Ja, ja, okay. Was denn? Ich esse jetzt eine Stulle. Genau. Das Brot ist fertig. Das ist veganes Hackepeter. Und? Schweinebett. Wie gefällt dir das? Das sieht optisch jetzt mega geil aus. Geschmacklich auch. Es ist halt so ein bisschen Raucharoma, kommt noch ran. So. Müsste ich mal Liquid Smoke kaufen. Oder so Flüssigrauch oder so. Mhm. Aber schon mega gut. Ich finde es voll klasse als Brotaufstrich. So, guten ich Appetit. Schon danach, ja. Guten Tag, ich wollte sagen, ich mache mir jetzt was zum Abendbrot. Ich habe mir von unserem selbstgebackenen Brot was aufgemacht. Ich möchte nur zeigen, wie das aussieht. Davon esse ich jetzt noch eins. So ein mit Pistazie sind ja hier drin. Das ist dieses Fladenbrot. Ich wollte nur noch mal zeigen. Achso, die hatte ich vorhin schon gezeigt. Aber ich wollte zeigen, es jetzt trotzdem noch was. So sehen die Brötchen aus. Die sind super fluffig. Die sind voll geil geworden. Ich mag das. Kann man auch aufrüsten. Und dann esse ich dazu diese aus dem Wocheneinkauf. Diese vegane, knusprige Stäbchen auf Sojaproteinbasis. Also so ein Fischstäbchen mit Brot. Fischstäbchen mit Brot, genau. Geil. Ja, ich habe ja vorhin schon meine Suppe gegessen und meinen Salat und meinen Rotkohl. Die Rotkohl habe ich auch komplett aufgegessen. War okay und jetzt esse ich noch was Herzhaftes, dachte ich mir so. Aber ich wollte es halt für dieses Food-Diary jetzt noch reinsagen. So. Ja, das ist Osocks Abendbrot. Ich habe heute keinen Hunger mehr. Ich habe ein halbes Brötchen ja vorhin gegessen, das hattet ihr gesehen. Und ja, ich habe noch nicht ganz aufgegessen von heute Mittag. Also die beiden Sachen sind noch übrig. Werde ich dann morgen halt essen. Ich habe ein lustiges Gesicht gemacht. Okay. Es ist der nächste Tag und da köchelt schon mein Tee. Da freue ich mich sehr drauf. Und das sieht aber sehr krümelig heute aus. Ob das richtig zu war? Normalerweise sind da gar keine Krümel drin. Ja, ich wollte euch mein Frühstück zeigen. Ich habe hier eine Portion Porridge drin. Also das sind hier noch zwei Portionen. Eine esse ich dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Das ist mein Mittagessen. Die Zwiebeln sind aber von dem veganen Matt. Das schmeckt wirklich ganz gut. Übrigens hatten wir vergessen, Feedback zu geben zu den Artischocken, die dann Ozark auch gegessen hat. Und er hat gesagt, ja, das waren nicht schlecht, die Artischocken. Also schmeckt ihm so weit ganz gut, so vom Geschmack her. Aber er hat gar keinen Bock, das so abzuzupfeln. So abzuzutscheln von dem Blatt. Das war ihm viel zu aufwendig. So, er hat zwei gegessen und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Und hat gesagt, ich soll das alleine aufessen, weil ihm das zu anstrengend war. So, also das zum Feedback. Also hat uns beiden gut geschmeckt, ist aber zu aufwendig zum Essen.
Ja, und wenn ich ansonsten noch Hunger habe, also kochen werde ich heute nicht, dann habe ich noch genug Obst oder Gemüse zum Snacken. Ich glaube, wir hatten auch eine Kohlrabi gekauft oder die Gurke, die war von letzter Woche, die muss auch als erstes weg, glaube ich, erst. Und ja, ich zeige euch dann noch, was Ozok sich nachher zubereitet. Er sagte auf jeden Fall, er möchte seine Brötchen essen und Belach. Und ja, ich zeige es euch heute. Ozok macht sich als erstes heute ein Avocado-Brötchen, selbstgemachtes Brötchen. Natürlich hier von Koro, mein Erdnussmus, Aufstrich und frische Avocado. Mit dem Code MIRA könnt ihr bei Koro übrigens 5% sparen. Die haben echt mega geile Sachen auf ihrer Website drauf. Und mein Porridge-Teller ist jetzt auch fertig. Können wir ins Helle gehen. Wir haben hier einmal TK Wildheidelbeeren, 2 TK Bananenscheibchen, die habe ich mir drauf gemacht, meinen Porridgeberg. Und ja, heute habe ich mich für Hanf entschieden. Geschälte Hanfkörner von der Koro, Hanfkörner von der Koro Drogerie, mega geil. Wirklich, können wir sehr empfehlen. Ihr könnt euch mal über Hanf ein bisschen schlau machen, falls ihr da irgendwelche Bedenken habt. Das macht nicht high oder so, das ist wirklich ein richtig deutsches Superfood, ein regionales, wenn man so möchte. Und ganz früher haben die Leute alles aus Hanf gemacht, weil das ist, man kann das essen, man kann das verarbeiten. Es gibt Kleidung, es gibt Taue und Seile. Hanf ist so ein mega geiles Produkt auf jeden Fall. Schade, dass das in Vergessenheit geraten ist, aber wir mögen es total gerne. Geschälte Hanfkörner, das schmeckt sehr nussig, wie Nuss kann man das über alles drüber streuen. Wir haben aber auch Hanföl da und schwören da auch drauf. Ich habe mir so ein halbes Brötchen von Ozok dünn aufgeschnitten und richtig schön mit Mett beschmiert und ein paar rohe Zwiebelchen. Ja, mir schmeckt es ganz gut. Schmeckt natürlich nicht wie Schweinemett, aber ist trotzdem ganz lecker. Ich habe mir jetzt noch die andere Hälfte von dem Brötchen halt immer so klein aufgeschnitten. Hier ist so dünn. Und einmal mit Avocado und Erdnussbutter natürlich drunter unter allen. Und mein veganes Mett. Ich war jetzt aber zu faul, nochmal Zwiebeln zu schneiden. Deswegen habe ich ein bisschen Knoblauch und Pfeffer drüber gemacht. Und Ozok hat sich das hier gegönnt. Die ganze Packung. Also ich habe 6 Stück gegessen, aber hat mir nicht so geschmeckt. Ich habe es auch gegessen. War lecker. So. Food Diary Updates. Die Mira sagt, ich soll nochmal essen filmen. Ich habe mir so eine Instant-Nudelsuppe gemacht. Die ist nur mit Sesamöl und das ist ganz viel Gemüse. Jetzt beschlägt die Kamera. Das ist Tomate, Zucchini, Knoblauch, Zwiebel, Paprika, also kleine Gemüsestücke. Also eine Gemüsesuppe mit Nudeln. Das esse ich jetzt noch zum Abendbrot und es schmeckt besonders lecker. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und ich habe jetzt erstmal angefangen mit einem Obstteller. Also die Gurke musste jetzt wirklich weg. Der Apfel war ein halber Apfel, der im Kühlschrank stand. Und die Mandarine. Also ich habe jetzt das älteste genommen. Eigentlich wollte ich noch den Apfel schneiden, aber ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, frischen Orangensaft zu machen. Und ja, ich finde das Ding ganz cool. Ich glaube, das war ein bisschen zu hoch. So, jetzt kommt es nämlich erst raus. Ich habe jetzt hier ein großes Glas Orangensaft. Ich verdünne mir das, glaube ich, noch ein bisschen mit Wasser und dann werde ich das zum Frühstück trinken. Und den Obstteller, den teile ich mit Ozok. Ich bin am Mittagessen-Köchchen dran und zwar gibt es heute Rotkohlsuppe. Mache ich zum ersten Mal. Ich habe mich heute hier von Edeka inspirieren lassen, aber ich ändere das Rezept ab, weil Apfel möchte ich da eigentlich nicht drin haben. Ich habe ja schon mal angefangen, ein bisschen was zu schnippeln, also Knoblauch, Zwiebel, Kartoffel, Ingwer, natürlich der Rotkohl. Und dazu brauchen wir auch noch Kokosmilch, Gemüsebrühe. Hier ist es noch mit Creme Fraiche, das lassen wir natürlich weg. Und ja, ich hoffe, das schmeckt am Ende. Ich zeige es euch auf jeden Fall, wie es ausschaut. Essen ist fertig. Ich habe das jetzt noch durch ein Sieb passiert, dass das wirklich eine cremige Suppe ist. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Wir essen das. Ich habe hier ein Brötchen nochmal aufgeschnitten und getoastet. Und ja, eigentlich Kürbiskerne hatte ich jetzt aber nicht da. Ich habe ein paar Sonnenblumenkerne drauf gemacht. Sieht ganz gut aus. Und ja, falls ihr auch gerade esst, wünsche ich euch einen guten Appetit. Also kriegt natürlich die gleiche Portion nochmal. Tag 6, wenn ich mich nicht täusche. Hier habe ich meinen Porridge drin. Das ist jetzt die dritte Portion von meinen fertig zubereiteten. Deswegen habe ich das heute in der Tupperschüssel gemacht. Bisschen Teller sparen. Ich esse das heute mit Pistazien. Ich habe noch 2 TK-Bananenscheiben rausgeholt. Und ich habe hier nochmal gepufften Amaranth. Den werde ich jetzt auch noch gleich dazugeben und das gleich essen. Und ja, heute mit extra Amaranth, weil wir gleich zum Sport gehen. Das erste Mal wieder dieses Jahr. Wir brauchen etwas Power heute. Wir kommen jetzt gerade vom Sport und ich habe jetzt sehr, sehr großen Hunger. Ozok trinkt gleich einen Proteinshake.
vegan, den wir neu gekauft haben beim DM. Und ich habe mir hier zwei Scheibchen von einem Brötchen abgeschnitten und esse jetzt kurz so eine kleine Bettstulle. Und dann koche ich gleich beim Mittagessen. Ja, der Moment ist verpasst. Aber Ozok macht sich jetzt gerade seinen Shake, genau, seinen Sojadrink und Sojadrink und Whey-Protein hier, so ein veganes, hier steht da drauf. Hattest du gezeigt schon? Habe ich Hall. Gezeigt, im Hall und auch genau. Hier schon. Ja, du machst gleich noch den Taste-Test, ne? Ja, ich guck mal, wie schmeckt das. Genau. Das nicht so gut auf. Nee. Protein-Shake sagen wir ja auch nicht umrühren, sondern shaken. Also wir haben hier einmal frischen Reis und einmal Auberginen-Curry. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Es ist sehr, sehr würzig. Es ist ganz viel Zwiebel und Knoblauch dran und mega viele Gewürze. Alexa, stopp. Schmeckt gut? Krass. Ultra würzig. Also der Thermomix möchte sowieso immer, dass ich viele Gewürze benutze. Bei diesem Rezept ist es auch ganz neu im Cookie-Dough. Noch mehr als üblich. Ja, also wir wollten jetzt nur noch warten, bis der Reis fertig ist. Und dann eigentlich auftun und servieren. Ja. Finde sieht ganz gut aus. Ich denke, es sind wieder drei Portionen. Ach, und ich taue hier schon einen Blätterteig auf. Und zwar mache ich heute zum Abendbrot eine kleine Nascherei. Habe hier veganen Blätterteig gekauft. Es gibt Apfelstrudel. So, bereit für den Taste-Test jetzt? Ja, ich muss mal gucken, wie es schmeckt. Nein, das ist krümelig. Anita, ich will das nicht. Naja, es schmeckt halt nach Pflanze. Es schmeckt halt nicht wie Milch. Es schmeckt halt mit Schokopflanze, schmeckt das. Als ob ich so eine... Lass mich mal. Es schmeckt wie Schokopflanze. Das schmeckt gut. Es schmeckt wie Schokopflanze, sag ich ja. Habe jetzt nicht gesagt, dass es schlecht schmeckt, aber... Nee, schmeckt gut. Schmeckt halt nach Schokolade. Schmeckt leicht nach Schokolade, könnte stärker sein. Es ist jetzt auch krümelig. Also man müsste es wirklich richtig shaken. In einem Shaker halt einfach. In einem Proteinshaker. Oder halt einfach hier mit so einem Ding einfach mal reingehen oder mit einem Thermomix mal durchmixen. Der Fehler war auch, dass ich das Pulver zuerst ins Glas gemacht habe und nicht zuerst die Dings. Apropos. Achso, gehört das jetzt noch zum Blog oder gehört das zum Das ist mein Food Diary, meine ich. Ja, Food Diary. Na gut, dann können wir das aber im Food Diary noch ansprechen. Zuerst Cornflakes in die Schale oder Milch? Ich hoffe, ihr seid Team Cornflakes. Es geht nicht anders. Zuerst kommen die Cerealien rein und dann die Milch. Ich mache jetzt aus. So, Update. Es gibt heute zum Abendbrot Apfelstrudel und ich liebe Apfelstrudel. Essig habe ich früher in jedem Restaurantbesuch bekommen. Apfelstrudel mit Vanilleeis. Und ja, heute gibt es Apfelstrudel und ich bin gerade dabei. Wir haben veganen Blätterteig. Da ist das vegane Zeichen. Das hier ist meine Füllung. Also Apfel, Rosinen. Ich hatte keine Mandeln. Ich habe gehackte Haselnüsse genommen. Zimt, Zitrone. Das ist alles da drin. Hier ist ein Blätterteig, der ist schon aufgetaut. Und die Butter schmelzt sich gerade. Härt es auch schon wieder aus. Und Paniermehl. Also ich rolle den Blätterteig aus, bestreiche den mit Butter, ein bisschen Paniermehl drüber streuen, ein bisschen Füllung drauf, zumachen, backen. Das war alles, ne? Das ist das große Geheimnis. Ich hätte noch Apfelmuster, aber ich habe gar keine Rezepte gefunden mit Apfelmuster, sondern nur mit frischen Äpfeln. Also frische Äpfel. Ja, und vom Mittagessen, ich habe zwar nur zwei Portionen gekocht, aber Thermomix hat sich wieder verschätzt, so viel konnte keiner essen, deswegen haben Ozok und ich noch einen kleinen Teller, ihr seht, der ist nicht so gut gefüllt. Zum Abendbrot und zum Nachtisch kriegt jeder so eine kleine Apfelstrudeltasche, ich rolle den Teig gleich auch noch aus. Eigentlich bräuchte man so einen großen Blätterteig, aber ich hatte nur TK-Blätterteig gefunden, deswegen machen wir kleine Strudel, aber ist im Prinzip ja wurscht, ich wollte euch nur, jetzt fast fertig mit der Butter. Ich wollte euch nur das Abendbrot zeigen, was ich jetzt schon mal vorbereite. Ich werde aber alle 6 Scheiben, ich habe ja jetzt auch alles aufgetaut, zubereiten. Ich hoffe, dass die Füllung reicht. Ansonsten, ich habe auch noch Äpfel und alles da. Und den Rest dann einfrieren. Und ich darf präsentieren unser veganes
Wunder. Ja, ich habe die TikToks auch gesehen. Sehen die nicht fantastisch aus? Oh mein Gott, ich bin massiv begeistert. Ja, okay, der Teig ist fertig gekauft. Vielleicht machen wir nächstes Mal den Strudelteig auch komplett selber. Oh, ich freue mich richtig, die zu essen. Das sieht so gut aus. Ja, aber wir müssen natürlich auf den Ozok warten. Und es ist eh viel zu heiß.